Als nächster Abgeordneter Fritz Billig. Über 28.000 abgesicherte Kilometer stehen in Österreich bereits für Mountainbiker zur Verfügung, betont Norbert Sieber von der ÖVP. Am Wort Fritz Grillitsch, ebenfalls ÖVP. Das Thema ist so alt und kommt ehrlich wie ein Gewitter immer wieder. Ich bin aber froh, dass wir das im Parlament diskutieren können, weil ich glaube, die Forstwirte und die Bauern sind nicht jene, die etwas verhindern wollen oder jemanden ausschließen wollen, sondern das funktioniert dort, wo es Bedarf dafür gibt. Im partnerschaftlichen Einvernehmen bestens. Und ich sage Ihnen, Herr Kollege Willi, wir können mehr Forststraßen als Mountainbike-Strecken anbieten, als überhaupt angenommen wird. Wir haben das in der Steiermark vorexerziert, bereits vor mehr als 15 Jahren. Mehr Strecken anbieten können, als überhaupt angenommen werden kann. Daher glaube ich, sollten wir weggehen von diesen Gedanken, Forstgesetz zu ändern und alles per Gesetz zu verordnen, sondern leben wir doch das Prinzip der Partnerschaft nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Kanalisieren wir Forststrecken, Forststraßen, weisen wir sie aus, kennzeichnen sie wir, lösen wir gemeinsam mit den Tourismusverbänden, mit den Gemeinden, mit den Ländern auch die Haftungsfrage in Form von Versicherungen. Ein klassisches Beispiel, wo es am Ende des Tages zufriedene, gelebte Partnerschaften gibt. Und das wird man nicht alles in diesem Parlament per Gesetz hier verordnen. Daher sage ich Ihnen, und gerade im Zeitalter der Nutzungsvielfalt, auch an Grund und Boden, ist es wichtig, auch die Eigentumsrechte für die Grundbesitzer, die über Generationen nachhaltig diesen Wald, diese Landschaft bewirtschaftet haben, auch abzusichern, sicherzustellen, auch für die Zukunft, nämlich ganz im Sinne des Wirtschaftens im Einklang mit der Natur, Herr Kollege Willi. Na, denken Sie sich, mit einem E-Bike fahre ich überall hin im Wald, mit einem E-Bike. Das kommt noch dazu. Das heißt, der Wald, das Wild braucht Ruhezonen. Das brauchen wir, um auch letztlich das ökologische Gleichgewicht halten zu können. Man müsse davon wegkommen, alles per Gesetz zu verordnen, so Fritz Grillitsch von der ÖVP zum Antrag der Grünen.